Grüß euch, wir stellen euch heute einen Steyr 4095 Kompakt vor. Wir stellen euch den Traktor vor, weil er erstes neu ist, also ziemlich neu, 2021er Baujahr. Und wir stellen euch den vor, weil er eine gute Übersicht hat und leichte Handhabung hat. Genau, wenn ihr den Traktor da vorne ausschaut, haben wir da vorne die Zapfwelle. Da wir mit drei Abstufungen haben, die 540, 540E und die 1000er Zapfwellen. Genau, dann haben wir da vorne eine Hydraulik, wo jetzt eben das Gewicht angehängt ist. Dann haben wir da vorne, auch wie man da sieht, und auf der Seite auch, jeweils zwei doppelt wirkende Steuerkreise. Das Besondere an dem Traktor ist, dass wir bei den Achsen hydraulische Bremsen haben, im Ölbad laufend. So, da haben wir jetzt ein bisschen was über den Motor vom Traktor. Also der Traktor ist von der CNH Group und der Motor ist von FTP Industrial, das ist ein italienisches Motorenbauwerk. Der Traktor hat 95 PS ursprünglich, aber der ist aufgechippt auf 140 und hat die optimale Leistung bei 2600 Umdrehungen. Jetzt befinden wir uns in der Kabine. Wir haben folgende Sachen. Da ist der Ganghebel mit vier Gängen. Da kann man aufsplitten, dann wieder aufsplitten. Für die Heckhydraulik auf Obi, Vorwärts-Rückwärtsgang und da haben wir einen Kupplungshebel, also einen Knopf, wo wir die Kupplung betätigen können, ohne dass wir es mit dem Fuß betätigen müssen. Dann gehen wir zum nächsten Hebel, das ist der Hebel für die Fronthydraulik. Auf der Hinterseite befindet sich ebenfalls ein Kupplungshebel. Da befindet sich ein Split, Aufsplitten, Obi-Splitten. Dann haben wir da den braunen Hebel für die Heckhydraulik, zum Beispiel für die zwei braunen Pole auf der Hinterseite, so für, zum Beispiel für den Oberlenker, hydraulischen Oberlenker. Der Hebel befindet sich mit einer Schwimmstellung, also den kann man in einer Schwimmstellung stellen. Der blaue ist ebenfalls für zwei Ölkreise auf der Hinterseite, der grüne ebenso. Dann der gelbe Hebel ist für die Heckhydraulik auf der Hinterseite. Jetzt ist er eingeschaltet, jetzt ist er ausgeschaltet. Hier befindet sich der Knopf für die Heckhydraulik, dass wenn man vom Sitz runter geht, muss man den vorher betätigen, damit die Heckhydraulik eingeschaltet bleibt. Dann haben wir da zwei Knöpfe. Das ist einmal der Allrad und einmal die Axialsperre. Dann haben wir da die Fronthydraulik, jetzt eingeschaltet, jetzt ausgeschaltet. Dann haben wir verschiedene Stufen von Gänge, von Übersetzungen für die Gedrehe, für die Zapfwelle. Einmal 1000, einmal 540E und einmal 540. Dann haben wir noch da die einzelnen Stufen für die Heckhydraulik. Da kann man hier abregeln. Mit dem oberen Hebel kann man sich einstellen, wie hoch man aufhören will. Und der untere Hebel ist eine Sicherung. Dann kann man den verdrehen. Zum Beispiel jetzt hebt er maximal bis 2. Und auf der Seite haben wir nochmal zwei Hebel. Einmal für auf und obi, das kann man mit der Hand bedienen. Und da hat man das auch, das ist zum Beispiel für einen Flug, wie dir vereinigt geht. Und das ist halt einstellbar. Dann haben wir da 2-1, 2-3 und Backen. Dann gehen wir vor zum Lenkrad. So, dann haben wir da den Hebel für vorwärts, rückwärts und Leerlauf. Dann haben wir da das Warndreieck. Dann haben wir jetzt zum Beispiel da, jetzt haben wir Leerlauf drin. Dann haben wir da die Batteriestärke, die Stunden, die RPM, die Liter, was er verbraucht pro Stunde, km/h. So, jetzt haben wir noch ein bisschen was zum Getriebe. Also in dem Traktor ist ein S-Control 2 Getriebe einbaut. Das hat 24 Vorwärts- sowie 24 Rückwärtsgänge und zwei Lastschaltstufen. Der Antrieb läuft über eine Zapfwelle vom Getriebe vom Traktor zu einem Hutzeiger, zum Ölmotor. Der befindet sich da. Über den Ölmotor gehen die dicken Schleifen zu einem Steuerblock, der sich da befindet. Und
das ganze Öl befindet sich jetzt nur am Pulseinger in Öltank. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Holzeinger fahre, zum Beispiel jetzt legen wir zusammen, das ganze Öl, was den Holzeinger beantreibt, ist nur am Holzeinger befestigt und bleibt auch am Holzeinger. Das bleibt im sogenannten Öl. Dann haben wir noch zwei Hebel, mit denen jetzt zum Beispiel die was man unbedingt braucht beim Holzeinger, notwendigste, auffangen kann. Ja, und der Vorteil bei den Holzeinger ist, dass man da unten einen sogenannten Knickpunkt drin hat, wo man den Holzeinger abknicken kann. Ich werde euch das jetzt vorführen.